zweiter inklusiver Wandertag an der Kellerwaldhalle in Frankenau. Organisiert von der Aktion für behinderte Menschen Waldeck Frankenberg, Teilnehmer aus dem ganzen Kreis und geführt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Nationalparks Kellerwald-Edersee, des Naturparks und der Archi-Region. Trafen sich über 220 Menschen, um bei herrlichem Sonnenschein einen inklusiven Wandertag zu erleben. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen bei Wetter wie am Wandertage. Wetter wie am Wandertage. Bestellt für heute Sonne und das ist gut so. Diese Veranstaltung, dieser zweite inklusive und inzwischen, wie Sie sehen und ihr seht, auch integrative Kreiswandertag wird federführend von der Aktion für behinderte Menschen Hessen und von der Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg geplant, organisiert und vorbereitet und durchgeführt. Wenn ich das sage, will ich nicht vergessen, dass es viele sind, die dazu beigetragen haben, dass wir heute hier in Frankenau dieses besondere Erlebnis haben dürfen. Die wichtigsten Unterstützerinnen und Unterstützer werde ich noch dankend erwähnen. Heute möchte ich aber als ersten jemanden nennen, der immer so hinten dran kommt. So der Letzte, dem man dann sagt, hey, du warst auch dabei. Aber ich möchte als Ersten heute hier nennen und sagen, dass das, was wir jetzt hier erleben, sein Werk ist. Es ist der Geschäftsführer der Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg und der Geschäftsführer und Schatzmeister der Aktion für behinderte Menschen Hessen, unser Freund Horst Behle. Ich glaube, das ist ein Aufwand. Lieber Horst, ich danke dir für deine wunderbare Arbeit, die immer von dem Grundgedanken bestimmt ist, Inklusion und Teilhabe zu verwirklichen, so wie es in unserer Leitorientierung für die Aktion für behinderte Menschen Waldeck-Frankenberg steht. Miteinander leben, einander verstehen. Damit verwirklichen wir zugleich das Leitwort des Landkreises für die Teilhabe. Wir alle in Waldeck-Frankenberg, der Sticker, der Ihnen ausgegeben worden ist, sagt das aus. Wir alle in Waldeck-Frankenberg und wir werden dem gerecht, was das Referat UN-BRK, die uns unterstützen, Behindertenrechtskonvention im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention geschrieben hat. Gemeinsam selbstbestimmt leben, das ist Teilhabe. Und den ersten Beigeordneten haben uns finanziell unterstützt, nicht nur der Marschverpflegung, sondern nachher auch zu der Suppe, die nach der Wanderung geht. Und ich habe eben gehört, auch die Tasse Kaffee ist frei. Also die Mitarbeiter des Nationalparks sind bis heute noch die Routen abgegangen, weil es hat ja heftig gestürmt hier im Nationalpark. Und wir mussten natürlich gucken, wenn wir jetzt hier so einen Wandertag anbieten, dass das auch möglichst sicher ist und sind deswegen nochmal die Routen abgegangen. Haben dann auch festgestellt, dass wirklich Bäume quer liegen über den Wegen, die natürlich dann nicht barrierefrei sind. Und deswegen mussten wir auch nochmal die Route umlegen, sodass da auch wirklich alle durchkommen. Ja, und jetzt freue ich mich riesig, dass das heute klappt, dass wir wirklich für alle diesen Wandertag anbieten. Und das wird bei diesem traumhaften Wetter eine schöne Sache. Wald ist grundsätzlich mit Gefahren verbunden, auch bei schönstem Wetter. So ein Sturm hinterlässt natürlich auch trockene Äste in Kronen, die oder wie der Förster sagt, angeschobene Bäume, die also urplötzlich fallen können. Auch das ist kontrolliert worden. Wir sind die Wege, wie gesagt, alle abgegangen. Es bleibt natürlich immer die Tatsache, dass wir hier über wilde Natur reden. Das heißt, ein Restrisiko bleibt wie in allen Wäldern bestehen. Ja, wir können nur das Beste, was in unserer Macht
liegt, tun, dafür zu sorgen, dass die Wege möglichst sicher sind. Aber wer sich in den Wald begibt, der muss einfach damit rechnen, das sind die sogenannten waldtypischen Gefahren, die können wir nicht ausräumen, die sind da. Ja. Das heißt, man zieht auch manchmal einen Baum nicht an, ja, dass er bald umkippt. Das passiert aber auch in Parks, das ist so. Damit muss man als Mensch leben. Dazu haben wir dafür diese wilde Natur. Aber wie gesagt, dieses Mal, weil wir eben ganz bewusst hier die Menschen auch an so einem Wandertag in den Wald bringen, haben wir besonders großes Augenmerk drauf gelegt und sind die Wege extra nochmal abgegangen, um dafür zu sorgen, dass auch wirklich nichts passiert, und haben auch unseren Führern nochmal gesagt, sie sollen wirklich auch darauf achten, wenn sie mit den Leuten stehen bleiben, nochmal oben in die Kronen zu blicken, dass da auch wirklich nichts hängt, was dann jederzeit runterfallen kann. Haben Sie mir ein Geheimnis, wie haben Sie das mit dem Wetter hingekriegt? Ja, mir wäre es noch lieber gewesen, der Sturm wäre hinterher gekommen, weil jetzt ist tatsächlich so, jetzt weiß man natürlich, es ist unwegbarer, was da draußen jetzt noch in den Kronen hängt. Da mussten wir sogar ganz schön aktiv werden die letzten Tage, aber jetzt ist es natürlich traumhaftes Wetter, das freut mich riesig. Ja. So viele Menschen, fast 200 habe ich gehört, sind jetzt hier zusammengekommen, das ist natürlich eine tolle Sache. Vielen Dank. Ja. So, da sieht man deine Schönheit gar nicht. Oberst Jürgen Damm, Oberst AD, ein toller Tag heute. Ja, ein toller Tag. Der zweite inklusive Kreiswandertag und so viele Menschen, die heute zusammengekommen sind bei herrlichem Wetter im Naturpark und Nationalpark, und nur durch die Unterstützung von Naturpark und Nationalpark ist das überhaupt möglich, und natürlich auch, dass wir von den verschiedensten Seiten aus finanziell unterstützt werden, damit man sowas überhaupt machen kann. Unser Bestreben ist, immer wieder Teilhabe zu ermöglichen unter dem Motto des Landkreises, wir alle im Landkreis Waldeck-Frankenberg, und wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention von der UN-Behindertenrechtskonvention abgeleitet wird, gemeinsam selbstbestimmt leben. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder Möglichkeiten der Teilhabe schaffen, und in diesem Jahr auch zum ersten Mal, dass wir geflüchtete Menschen aus der Aufnahmeeinrichtung in Mengeringhausen dabei haben und damit auch integriert werden. Die Organisation verlangt ein bisschen ab von der Aktion für behinderte Menschen bei der Frankenberg e.V., die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den vielen Freiwilligen, aber trotzdem hat alles gut geklappt. Ja, ich denke auch. Jetzt wollen wir sehen, dass auch alle jetzt auf den Weg kommen und dass wir noch ein bisschen Spaß haben, wenn die auch zurückkommen. Deshalb haben wir ja auch ein Beiprogramm. Wir haben Elemente aus dem Programm des Sportabzeichens für Menschen mit Behinderung haben wir aufgebaut. Wir haben Kutschwagenfahrten. Wir haben also versucht, da auch so ein bisschen Beiprogramm zu machen, damit alle Menschen Freude haben an dem, was wir heute machen. Und Sie müssen guten Rat zum lieben Gott haben, denn er hat auch das passende Wetter zum heutigen inklusiven Wandertag bereitgestellt. Das ist die Großwetterlage, auf die ich keinen Einfluss habe. Gott sei Dank ist es so, dass wir heute dieses wunderschöne Wetter haben, denn wenn es jetzt geregnet hätte oder wenn es gestürmt hätte wie vor 3 Tagen, dann wäre das Ganze wahrscheinlich ins Wasser gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielen Dank. Runde geschafft. Runde haben wir geschafft, ja. Mit Abfall aufsammeln. Ja, das ist aber wie überall. Das findet man überall. Und ich muss ein paar geben, die es mitnehmen. Ne? Super. Am besten dahin.
Mach ich mal gleich zur Mittag. Hier mal? Nein, nein. Nee, da. Guck doch mal rein, aber sonst bin ich zu Hause, meine Engel sind auch zu Hause. Bestimmt. Oh ja. Nee, das hat nichts zu tun. Einfach nur mal so rechts, links durch, drehst da und fährst einfach vorwärts zurück. Ne? Okay. Verstanden, wie es geht mit dem Ding hier? Geht mal los. Bleib wieder in der Nähe. Ja. Jawohl. Bisschen langsamer. Doch, das sieht nämlich auch immer. Macht nichts. Ja. Super, jetzt dreh einfach rum, genau. Ja, genau. Jetzt geh wieder rum. Genau. Ja. Da rum. Der liegt da, ja. Alles klar. Du auch nochmal? Ja, oder? Ja. Ich dreh da erstmal rum. Naja, mal machen wir es rum. Ja. Die Angriff auf die Presse, merkt das doch. Ja, der junge Mann, der hat ein schnelles Auto, deshalb gibt er auch mit dem Rollstuhl. Das sind die Porsche-Fahrer. Ja, genau, danke. Ja, sehr gut. Gut. Die Kinder haben einfach Wahnsinn. Fahr einfach irgendeine Kurve. Genau, jetzt dreh einfach rum, die andere Seite, jawohl, genau. Lenk rum, richtig rumlenken. Einfach rumlenken. Und dann fährst rückwärts, genau. Pass auf den Balken. Ja, ist okay. Los, nur richtig. Das ist erstmal ganz schwer. Aber die Kinder? Ja, gut so. Also Wahnsinn. Ja. Veröffentlichung ist genehmigt. Zwischenausstellung nicht als Auto lassen, okay? Kann Sie mal fragen. Ich wurde jetzt dabei gefilmt. Habt ihr was dagegen, wenn das veröffentlicht wird? Ja, ich muss ja fragen. Ja. Ganz klar, also bei Erwachsenen. Das ist nämlich mit dieser Kamera eine schöne Spielerei. Die online kannst du es ja auf der Website. Okay. Da, wo er schon öfters zu sehen ist inzwischen. Ja, guck. Wann wird es? Morgen oder? Ja, er hat auch schon gefragt. Es wird wohl morgen werden. Okay, dann haben wir dann morgen vor. Weil es muss ja geschnitten werden, die Ton muss bearbeitet, genommen werden. Sind Sie eh schnell, wenn Sie morgen schon drauf sind? Ja, ich bin ja allein, ich habe ja sonst nichts zu tun. Gut, wir müssen jetzt packen. Alles klar. Nein, muss aber, wie gesagt, Veröffentlichung ist in Ordnung. Ja, das fragen, wozu das hier ist. Ich war der Rekord. Dann habe ich die Zeit gekriegt. Ja, das kann dann schon mal passieren. Vor allem, wenn du dabei redest. Also soll ich dir mal was sagen, wie viel mal dieser junge Mann das geschafft hat? Doch, 262. Ich habe zweimal... Das dieses Jahr erst. Ja. Pass auf, das ist ein Mädchensein, ne? Das Problem ist, wenn die wie ich alles alleine machen, müssen sie es mit Technik ausgleichen, ne? Aber gut. Ja, mach mal, das ist jetzt...
Aber klasse, ihr seid sehr sportlich, das sieht man schon. Oh! Hey, über Kreuz. Super! Wow. Kreuz durch.